Darum bist du wirklich bedürftig. Wir reden über das Thema Bedürftigkeit und wie du aus der Bedürftigkeitsfalle für immer rauskommst. Schön, dass du wieder da bist, hier am Samstag zu einem neuen Video, Thema Bedürftigkeit. Eines der häufigsten Themen überhaupt in diesem ganzen Datingmarkt. Hey Tim, wie mache ich das? Ich will nicht bedürftig wirken. Wann wirklich bedürftig? Oder ich habe das Gefühl, ich bin immer bedürftig den Frauen gegenüber und verliere sie dadurch. Die Pickup-Community sagt dir sehr viel zum Thema Bedürftigkeit. Teilweise auch verwirrende, falsche und nicht hilfreiche Sachen. Ich will heute einfach einmal erklären, Bedürftigkeit, wie entsteht das denn? Oder wie entsteht es in den meisten Fällen? Und was kannst du dagegen tun? Bevor ich jetzt damit anfange, es gibt wie gesagt verschiedene Möglichkeiten, die dich zur Bedürftigkeit hinführen, aber eigentlich haben all diese Wege eine Sache gemeinsam, über die wollen wir heute sprechen, die wollen wir heute analysieren. Ganz kurz vorher, wenn du jetzt neu auf dem Channel bist und durchstarten willst mit Erfolg mit Frauen mehr Erfolg haben willst, dann empfehle ich dir, dir die drei Anziehungsschalter runterzuladen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung, erster Link in der Beschreibung, die drei Anziehungsschalter, das hat auch mit diesem Video jetzt hier zu tun. Die zeigen dir einfach, welche drei Sachen am wichtigsten sind, um Anziehung bei der Frau aufzubauen. Ich erkläre dir in diesem gratis Geschenk genau, wie du das machst, wie du da vorgehst. Kannst du dir gratis runterladen. Erster Link in der Beschreibung. So, jetzt mal zum Thema. Die eine Sache, die dafür sorgt, dass du bedürftig bist, ist die Tatsache, dass du dein Leben falsch gestaltest. Eine Sache möchte ich vorwegnehmen. Was Männer immer falsch verstehen und was auch die Pickup-Community dir so ein bisschen falsch erklärt, es ist in Ordnung, Bedürfnisse zu haben. Nur weil du Bedürfnisse hast und Bedürfnisse kommunizierst, bist du nicht bedürftig. Ganz im Gegenteil. Keine Bedürfnisse kommunizieren zu wollen, macht dich bedürftig, weil eigentlich hast du Bedürfnisse, aber du nimmst sie nicht wahr oder nimmst sie nicht für wichtig genug, weil du dir denkst, oh mein Gott, dass ich die Frau bekomme, ist wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse. Und das ist ganz klar eine ziemlich schwache Handlung, ergo auch eher eine bedürftige Handlung. Es ist also in Ordnung, Bedürfnisse zu haben. Na, ein Beispiel, ich hatte einen Coaching-Teilnehmer, der fragte mich, hey, ich hatte jetzt seit langer Zeit keinen Sex mehr, wie mache ich das denn? Oh, was mache ich denn, wenn ich jetzt wieder mit einer schlafe? Wie mache ich das denn? Und da habe ich ihm gesagt, hey, guck mal, es ist doch in Ordnung, dass du seit längerer Zeit keinen Sex mehr hattest. Du kannst auch gerne mit ihr kommunizieren im Sinne von, hey, guck mal, wie wäre es, wenn wir es erstmal ein bisschen langsamer angehen lassen? Ich hatte vielleicht auch länger keinen Sex mehr, ich will mich erstmal wieder an die Sache gewöhnen. Okay? Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und viele Leute, die jetzt so klassisch Pickup-mäßig unterwegs sind, würden jetzt sagen, oh nein, sowas darfst du niemals sagen, das geht gar nicht, oh Gott, nee, das geht ja gar nicht. Aber glaube mir mal eins, die Kommunikation deiner Bedürfnisse oder dass du zu deinen Bedürfnissen stehst, sollte immer wichtiger sein, als was dann mit der Frau passiert. Wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere und die Frau geht deswegen, dann war das absolut korrekt. Das ist die Entwicklung, die du machen musst. Die Entwicklung muss sein, meine Bedürfnisse sind erstmal wichtiger als die Meinung irgendeiner Frau. Oder also wenn du deine eigenen Bedürfnisse verkaufst, um mit einer Frau schlafen zu können, dann musst du dich nicht wundern, warum es auf Dauer nicht mit Frauen funktioniert, warum Frauen keinen Respekt vor dir haben, warum Menschen keinen Respekt vor dir haben. Deine Bedürfnisse sind wichtiger, okay, als so ein Quatsch. Und die meisten gesunden, coolen Frauen, eigentlich die meisten Frauen, sind auch in Ordnung damit, wenn du Bedürfnisse kommunizierst. Bedürftigkeit hat also nichts mit Bedürfnissen zu tun. Du darfst Bedürfnisse haben und bitte kommuniziere sie auch. Das ist ganz wichtig, damit du einen ordentlichen Umgang mit Frauen und den Menschen um dich herum findest. So, Bedürftigkeit entsteht dadurch, dass du dein Leben falsch gestaltest, habe ich gesagt. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, die meisten Männer, die anfangen mit diesem Frauenthema, und das war bei mir auch so, ja, die stürzen sich in dieses Frauenthema rein und das wird der komplette Fokuspunkt ihres Lebens. Das heißt, sie lesen viel darüber, sie gehen raus, sprechen Frauen an, also manche schaffen nicht mal das, leider. Sie gehen raus, sprechen Frauen an und dieses ganze Frauenthema wird zum Mittelpunkt ihres Lebens. Da passiert es oft, dass diese Männer, weil, also du musst verstehen, das sind oft jüngere Männer und die sind auch nicht so ganz gefestigt im Leben. Und da passiert es oft, dass sie sich komplett in dieser Sache verlieren. Das heißt, alle anderen Lebensbereiche leiden so ein bisschen darunter. Der Job, wenn es das überhaupt gibt, Karriere, Studium, wenn es sowas gibt, Ausbildung, die Finanzen, die Gesundheit. All diese anderen Aspekte leiden darunter. Das war mir damals auch so, weißt du, ich war unterwegs, habe Frauen angesprochen, ich habe damals noch studiert, ich habe nicht viel für mein Studium gemacht, so, ich habe Frauen angesprochen. So, meine Gesundheit, ich habe ein bisschen Sport gemacht, aber ich habe auch nicht viel auf meine Ernährung geachtet. Ich habe einfach so, ich war draußen, Frauen ansprechen und nebenbei habe ich dann halt beim Bäcker mal hier und da eine Brezel gegessen oder so. Ist jetzt auch nicht der geile Shit, ne? Ist ja ganz klar. Und das passiert halt sehr häufig, dass Männer sich voll in dieses Thema reinstürzen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel bei mir im 3-Monats-Coaching bist, dann ist es ja okay, wenn du diesen Bereich priorisierst für 3 Monate. Das ist ja auch geplant. Das ist ja in Ordnung. Aber viele Männer stürzen sich dann halt da rein und
sind extrem tief in dieser Materie drin und lassen alles andere zur Seite wegfallen. Und dann ist es nämlich so, dass du dann natürlich eine gewisse Abhängigkeit von diesem Bereich hast. Also dann ist es wichtig, dass die Ergebnisse funktionieren. Dann ist es wichtig, dass es mit den Frauen klappt. Weil wenn das nicht klappt, hast du ja nichts anderes mehr. Die anderen Sachen sind dann weg. Hingegen, wenn die anderen Sachen der Fokus sind und Frauen, das Frauenthema ist natürlich auch ein Fokus, du investierst auch Energie, ne? Heißt jetzt nicht, dass du, oh, ich mache nur andere Sachen und dann kommt es automatisch, das ist die vollkommen falsche Einstellung. Aber hier sollte der Fokus liegen und das sollte eine schöne Nebensache sein. Ja, eine Frau, es gab mal so einen Satz, der ist ganz großartig, eine Frau ist die Belohnung für ein gelungenes Leben oder eine gute Frau ist die Belohnung für ein gelungenes Leben. Das ist ein ziemlich guter Satz. Also verstehe, du kannst nicht hier anfangen. Du kannst nicht anfangen im Sinne von, boah, ich hasse mein Leben und alles, was in meinem Leben passiert und jetzt mache ich Erfolg mit Frauen. Das funktioniert nicht, das hängt beides zusammen. Denn wie willst du auch eine Frau begeistern? Also natürlich ist es nicht das Ziel, eine Frau zu begeistern, aber wie soll eine Frau dich auch cool finden oder sich für dich begeistern können, wenn du ein total langweiliger Typ bist, der in seinem Leben nichts anderes zu tun hat, als Frauen anzusprechen? Das ist doch ganz klar, dass sie sich dann nicht denkt, boah, ist das ein krasser Typ. Also denkt sie vielleicht schon, der ist krass, weil er das sich traut oder so, aber diese beiden Sachen hängen zusammen und das hier sollte dein Fokus sein. Dann bist du nicht bedürftig. Na, ist ja klar, wenn nur dieser Bereich existiert in deinem Leben, der Frauenbereich, dann ist ja klar, dass die Ergebnisse super wichtig sind. Dann muss es ja funktionieren. Und was passiert, wenn du Ergebnisse unbedingt haben musst? Dann kommst du in die Bedürftigkeit rein, dann kommst du in die Abhängigkeit rein. Boah, ich brauche die guten Ergebnisse mit den Frauen, sonst fühle ich mich scheiße. Und schon bist du drin im Teufelskreis. Und schon passieren diese ganzen Bedürftigkeitssachen. Ja, ständig ihr schreiben, ständig an sie denken, weil du halt nichts anderes im Kopf hast, weil du gar keinen anderen Fokuspunkt hast. Viel zu viel Investment, kein anderer Fokuspunkt. Das ist die Quelle von Bedürftigkeit, eine falsche Lebensgestaltung. Ja, wie gesagt, es gibt noch andere Punkte, die fallen aber wirklich zur Seite, wenn man sich mal diesen Hauptpunkt anguckt. Und nochmal, Bedürfnisse zu haben ist in Ordnung. Bedürftigkeit, das ist was anderes. Okay? Bedürftigkeit ist schlechte Regelung deines Lebens. Regle dieses hier und regle gleichzeitig das hier. Das ist ja in Ordnung, aber mach mal mindestens beides. Pass auf, dass nicht nur das hier passiert. Und wenn du das hier gar nicht hast, dann ist es vielleicht an der Zeit, hier anzufangen. Und natürlich auch gerne hier Zeit rein zu investieren, in das Frauenthema. Aber nicht deine ganze Zeit. Wenn du dein Leben ordentlich gestaltest, wenn du es gut führst, denn du musst dein Leben führen, das macht ja kein anderer für dich. Beziehungsweise, ja, die Leute machen es schon irgendwann für dich. Wenn du dein Leben nicht führst, dann wirst du Teil des Plans von irgendwem anders. Führ dein Leben. Dann ist es auch kein Problem mit den Frauen. Das ist ja auch ganz, also ich hoffe, das ist auch sehr logisch. Nehmen wir mal an, du hast ein richtig cooles Leben, was du total gerne lebst. Und dann kommt eine Frau in dein Leben. Die will Teil davon sein, weil du hast ein geiles Leben, du feierst dein eigenes Leben. Sie will Teil davon sein. Wer will nicht Teil von etwas Coolem sein, Teil von Spaß, Teil von einer großen Vision, Teil von irgendwas gut Gestaltetem? Jeder möchte Teil davon sein. Ja, wenn du auf einer Party bist und da vorne ist eine Gruppe von Leuten, die viel Spaß hat, willst du nicht Teil davon sein? Klar, warum nicht? Dann Spaß ist doch cool. Ein Typ, der ein geiles Leben hat und das Leben feiert, das ist doch cool. Wer will da nicht Teil von sein? Virtuelle Hand hoch. Und dann ist es viel einfacher mit Frauen, dann gibt es diese Bedürftigkeitsprobleme gar nicht. Aber ich kenne das selbst so, dieses, ich spreche die ganze Zeit Frauen an und dann sitze ich den ganzen Tag herum und warte auf deren Antworten, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Und meine einzige Ablenkungsmöglichkeit ist dann rauszugehen und noch mehr Frauen kennenzulernen. Das macht mich aber nicht weniger abhängig. Das macht mich nur noch abhängiger von der Sache. Das heißt, wenn du große Probleme mit Bedürftigkeit hast, dann schau dir mal dein Leben an. Schau dir mal an, wie ist dein Leben gestaltet? Wohin fließt denn deine Zeit? Wie zufrieden bist du denn mit den anderen Bereichen deines Lebens? Und da könnte oder ist wahrscheinlich der Knackpunkt für dieses ganze Thema. Schön, dass du dabei warst. Wir sind am Ende des Videos. Fragen, Vorschläge zu Videos unten in die Kommentare. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du das noch nicht gemacht hast. Unter mir bewirbst du dich für ein Coaching. 3 Monate bei mir, mehr Erfolg mit Frauen, mehr Sex, eine Freundin, was auch immer dein Ziel ist. Unten rechts geht es zu einem Video, das an dieses Video anknüpft. Unbedingt vorbeischauen, wenn du bis hierhin geguckt hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.